So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario Maker 2. Jetzt sollte es auch synchron sein. Tut mir leid. In der letzten Folge war es das leider nicht. Aber jetzt habe ich es umgestellt. Jetzt sollte es passen. Also, wir haben gesagt, wir wollen uns einmal den Abenteuermodus angucken. Da kriegen wir erstmal eine Geschichte ins Gesicht gedrückt. Wie man das bei einem Mario-Spiel halt kennt. Okay, quälen wir uns durch. Ich kann da auch nichts skippen. Ne? Ich kann nichts machen. Okay. Huch. Die Reset-Rakete. Oh. Was ist das? Oh nein, er hat die Reset-Rakete gedrückt. No! Mamma mia! Der Hund hat alles kaputt gemacht. Okay, was kann ich tun? Mhm. Wir brauchen Münzen. Gute Auswahl übrigens. Mhm. Muss ich jetzt bauen? Oder Level spielen? Ich habe ein Level von, wenn wir das Ziel erreichen. Ja, okay, das kriegen wir doch hin. Let's go. Also kriege ich jetzt Level von Nintendo entgegengeworfen, ja? Und das ist jetzt ein New Super Mario Bros. Level. In dem habe ich einen Dreisprung. Richtig? Gleich mal testen. Und einen Wandsprung habe ich hier aber auch, ne? Und dann kann ich mir auch noch so drehen, okay. Warte, dann müsste ich da doch drauf kommen. Das war nicht der Dreisprung. Oh, oh, was? Ich hab da was gefunden. Jawohl. Also auf welcher Fläche kann ich einen Dreisprung ansetzen? Das ist die Frage. Weil so anscheinend ja nicht. Da war er. Okay. Huch! Alles klar. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, Mario Maker lebt dadurch, dass man Level spielen kann von anderen. Von Menschen. Nicht von... Also klar, Nintendo sind auch Menschen, aber halt eben von... Von Spielern. Ne? Das ist das, was man eigentlich ja möchte. Klar, es ist cool, dass sie so einen Story-Modus eingebaut haben. Aber ich... Ich fände es jetzt halt schöner, wenn das hier ein Level wäre von jemandem, wo ich sagen kann, okay, da hat sich jemand Mühe gegeben. Klar hat sich da auch jemand Mühe gegeben, aber jemand, der das beruflich sozusagen macht. Ja, das ist ein Unterschied. Hier haut es ein Kabel weg, alles klar.
Wieso funktioniert... Oh, wie funktionieren die denn? Ih, man muss das drücken, wenn man... okay. Ich hoffe, die auf SMW funktionieren, wie die auf SMW funktionieren sollten. Muss ich dann gleich mal testen. Okay. Hey, wir kriegen 100 Münzen. Ja, Abläuse. Ach, und die kriege ich auch, die ich in der Welt sammle. Das ist schon mal cool. Okay. So, jetzt kriegt sie hier Zeug und jetzt können wir Sachen bauen. Ja. Wow. Ja, was auch sonst. Super. Super. Mhm. Ah, okay. Also wenn man mehr Münzen als... Also wenn man im Level selbst mehr Münzen bekommen würde, als der Smith den Auftrag bekommt, würde es sich auf jeden Fall lohnen. Auch so würde es sich lohnen. Ich könnte jetzt zum Beispiel jedes Mal hier mir die Münzen holen, die ich gerade geholt habe. 57 waren es. Ah ja, und jetzt haben wir hier verschiedene... Ich verstehe. Gut, was haben wir denn hier noch so? Ich kann nichts tun. Ich dachte, ich kann Stampfattacken machen, aber dann halt nicht. Komm ich da rein? Nein. Wait, wie komme ich... Aktuell komme ich da anscheinend nicht hin. Okay. Ich habe auch keine anderen Tasten. Ich kann nur springen. Was ist in der Richtung? Der Hund. Der heißt halt sogar rückgängig Hund. Alles klar. Was mit dir? Du bist einfach da. Okay. Was ist das denn? So funktioniert das nicht. Hä? Was ist da? Was? Ich kann es nicht drücken. Ich weiß nicht, was das ist. Huch. Wow. Ich kann legit nichts damit machen, aber es ist da. Cool. Okay. Muss man wohl mehr Aufträge spielen. Dann spielen wir jetzt in dem Part halt mal ein paar Aufträge, aber ich würde, wie gesagt, grundsätzlich lieber Level von Menschen spielen. Vor allem von euch. Wenn da irgendwie was kommt. Na gut. Let's go. Let's go! Gucken wir uns das einfach mal an. On-off in Mario Bros. Ist natürlich auch eine interessante... Ja. Ist natürlich auch eine interessante Geschichte. Okay. Hi. Oh, da kommt der da runter. Hahaha. Irgendwie habe ich mir das gerade... so kann ich die killen. Ist das gut. Jetzt fallen die runter, oder was? Null. Ah, so kann ich die killen. Das ist ja voll gut. Da kommt doch was raus. Ah. Kommt der so am Tag? Null. Ah ja. Hm.
kriege ich jetzt wohl eine Blume? Oder, ja, oder sowas, meinetwegen auch. Denn im Unterschied zum normalen SMB kann man hier alles durch die Röhre mitnehmen. Ah, ja. Also man sieht schon, hier ist alles anders, als man es kennt. Uff. Oh Gott, das wird mich jetzt, das killt jetzt allerdings dann mich, wenn ich nicht aufpasse. Ja gut, es ist recht einfach. Ach, wie weit geht denn das? Okay, der bleibt da anscheinend. Okay, ist es hier genau andersrum? Springboards verschwinden? Während Koopas bleiben? Okay, also Shells. Meinetwegen. Meinetwegen. Ich nehme alles hin. Oh, guck mal, 0% hat das Schloss schon. Sensationell. Ein Prozent. Kann ich nicht zu ihr was Neues machen? Achso, das wird automatisch. Okay. Ah ja. Ja, gut. Also das kann man immer mal wieder spielen. Das ist an sich dann trotzdem auch okay. Alles klar. Das kann man schon immer mal wieder spielen. Ich denke, das kriegen wir dann mit der Zeit dann auch durch. Wobei die Level wahrscheinlich schwieriger und länger werden. Das geht nicht. Das geht schon. Normales Springen weiß ich gar nicht, ob das auch geht. Hier gibt es auch dann Katzen-Mario oder sowas in 3D-World, ne? Ob es jetzt in dem schon drei... Wobei, doch, die haben bestimmt schon Katzen-Mario eingebaut. Gleich im ersten 3D-World-Level. Okay, das geht nicht. Da ist Katzen-Mario, sag ich ja. Das kann Katzen-Mario jetzt alles. Ach was, was war das denn? Oh, ein Rückwärtssalto. Hä? Hä, wie hab ich den gemacht? Hä, wie hab ich den gemacht? Oh Mist. What? Oh was? Okay. Man müsste halt die ganzen Fähigkeiten kennen. Aber ich habe doch gerade ein Rückwärtssalto gemacht, oder nicht? Oder war das ein Seitwärtssalto? Hä? Da war er. Ah, man muss sich länger ducken. Ah, okay. Man muss was für alles lernen, ne? Müssen wir erstmal alles lernen. Ja, wenn ich jetzt hier Katzen-Mario hätte, könnte ich da hochklettern. Schade. Alles kaputt. Was? Was ist das denn? Geht das auch wieder weg? Nein. Doch. Aber es dauert eine Weile. Okay. Oha. Gib mir Katzen Mario. Nice. Okay. Was ist passiert? Aber wie? Hä? Ja,
Ja, hier ist doch Schluss jetzt, wisst ihr. Ach so, ah, okay. Verstanden. Ah ja, okay. Nein! Oh, dass man da drüber springen kann. Ach so, stimmt, Katzenmario kann ja auch da hochlaufen. Eieiei. Oh Gott. Alles klar. Hey, das Fundament ist fertig. Sag ich doch. Ah ja, und jetzt kann ich weiterbauen, ja? Ah ja. Gut, das geht leider alles noch nicht. Mhm. Habe ich verstanden. Aber ich kann ich jetzt hier... Ich kann hier halt immer noch nichts anfangen, ne? Vor allem mit dem kann ich nichts anfangen. Na gut, wir haben es gesehen, aber wir können auch nichts machen. Wahrscheinlich, wenn dann da irgendwie ein Fundament da ist, vielleicht kann man dann da irgendwie da was holen, weil da Blöcke auftauchen oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Irgendwann kann ich dann die Baustelle betreten und dann komme ich an die anderen Sachen da wahrscheinlich auch ran. Also gut. Habe ich verstanden. Die Wüstensonne. Oh, ich sollte vielleicht die Hinweise lesen. Ja, mal gucken, ob es ohne geht. Aber ich weiß, da war ein Hinweis. Ich habe es mir jetzt mal gemerkt. Die sieht ja komisch aus. Das ist jetzt wieder das New Super Mario Bros., ne? Oder ist das auch 3D World? Nein, das sieht wie ein New Super Mario Bros. Aus. Ja, sieht man auch an den Items. Okay, aber dass man das mit L und R macht, das ist mir noch ungewohnt. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Einfach weiß verzetzt ist halt anders gewohnt. Aber da kann die Nintendo wiederum nichts dafür. Oh no, der ist weg. Nein, den kriege ich. Easy. Ah, holen wir uns die. Natürlich holen wir uns die. Easy. Den holen wir uns nicht. Mist. Der holt sich uns. Ach, guck mal, da kommt direkt der Nächste. Weil sie davon ausgehen, dass da ein Loop spielt. Ganz klar. Ach komm. Natürlich versaue ich die letzten 30 Münzen. Aber es macht nichts, wir haben wieder über 400. Das ist okay. Das ist okay. So. Mitte kann ich nicht bauen, aber da kann ich bauen. Drei Sachen muss ich spielen, damit es weitergeht, ja? Okay. Ah ja. Das heißt, ich kann... Ah. Sehr praktisch. Ich kann die ausschließen, die ich schon habe. Schmuckhaus! Toller Hinweis, danke. Von Popular 1. Pops... Popular. Popstar steht da.
Oh, es ist SMB. Sehr gut. Das ist meine Welt. Wo ist mein P-Switch? Wait, hier muss doch ein P-Switch sein, sonst würde das alles hier nicht funktionieren. Ach, oder geht der P-Switch durch die Tür durch? Also nicht mitnehmen, sondern die Wirkung vom P-Switch. Seid ihr Goombas? Auf jeden Fall funktioniert ihr wie Goombas. Ihr seid komisch. Aber ich kann... Das sind wahrscheinlich einfach die Creepy Goombas oder sowas. Aber das hat nicht fun... Ach so. Okay, erstmal Yoshi-Steuerung verstehen. Okay. Ja, ist vielleicht nicht der beste Ort, um Yoshi-Steuerung zu verstehen. Huch! Vor allem kann ich jetzt auf dem Geist spinchen. Also kann ich auf dem Geist. Nein! Okay, das geht allerdings. Alles andere wäre jetzt komisch gewesen. Das ist jetzt nicht so gut. Uff. Ach, ich hole jetzt Yoshi hier ab, einfach nur, ja? Ach so. Dann hole ich mir jetzt hier den P-Switch, oder was? Ah ja. Ah, ich wollte duplizieren. Das geht bestimmt. Okay, kann man, wenn man auf Yoshi ist, wieder abspinnen? Nein, kann man nicht. Oder geht das? Ich weiß es nicht. Da drüben ist doch bestimmt auch noch was. Nein? Na gut. Ah ja, den nehme ich also tatsächlich mit. Es hätte mich allerdings auch interessiert. Das testen wir jetzt einfach. Wenn ich den hier drücke, ob die Wirkung durch das Level durchgeht. Huch! Turnblöcke werden auch zu... Okay. Ja, die Wirkung hält durchgehend an. Okay, die Wirkung hält durchgehend an. Ha! Dann nützt mir nix. Hä? Oh. Okay, dann nehmen wir den als Ersatz mit. Kein Problem damit. Wait, what? Das wollte ich nicht. Ja, Mist. Wie komme ich da wieder an Türen? Wie komme ich da wieder hoch? Blöcke? Nein. Alter! Ah, die sind gar keine Turnblöcke. Okay, kann ich duplizieren? Bestimmt nicht. Oh nee, der ist sofort weg. Der ist halt sofort weg. Okay. Ach so, jetzt sind die weg. Jetzt muss ich das nochmal starten. Und krieg nochmal einen Jumpscare. Ah ja. Ach, hier ist... Okay. Gut, dann funktioniert das. Kann ich jetzt nämlich hier rein? Oh, nö. Ist der Switch wieder... Nein, der ist weg, ne? Dann käme ich an die 30 Münzen ran. Yes, so komme ich aber auch jetzt an die 30 Münzen ran. Schluckt das Yoshi irgendwann oder behält das im Mund hier in der
Wir lassen es mal im Mund und gucken mal, was passiert. Bisher macht er keine Anstalt zu schlucken. Nee, der hält es im Mund, ja. Okay. Okay, gut zu wissen. Oh. Aber das geht auch nicht. Doch, das geht. Wait, jetzt komme ich nur ohne Yoshi zurück. Ah, okay. Und dann kann ich hier rein. Alles klar. Und jetzt ist hier anscheinend offen. Ja, cool. Münze mal 5. Oben wären wahrscheinlich Münze mal 10 gewesen. Okay. Das heißt, wir können das andere jetzt auch schon anfangen zu bauen. So. Let's go. Weg ist das Geld. Und wenn ich jetzt ein Level schaffe, werden jetzt beide ausgefüllt oder nur eins von beiden? Das wäre jetzt interessant zu wissen. Wir werden es ja auch gleich erfahren. Der Münzkeller. Das klingt doch gut. Sammle alle Münzen und erreiche das Ziel. Okay, launischer Geldsack. Dreißig Münzen müsste ich also sammeln. Sehe ich doch bis hier, dass es da hoch geht. Ja gut. Dann halt nicht. Na toll. Den brauche ich jetzt. Also gut, den brauche ich tatsächlich, aber... Haben wir alles? Ja, man kann es oben drauf, aber es nützt nichts. Okay. Kommt jetzt bei jedem so ein Boss-Ding? Oder habe ich Glück gehabt und den Schwierigen erwischt? Okay. Ja, moin. Ja gut, das hatte schwierig als Stufe, ne? Das hatte 3 Sternchen. Weiß ich auch warum jetzt. Jetzt weiß ich auch warum. Huch, wollte ich nicht, nein. Ach, aber hier kann man das nochmal lesen. Okay, gut zu wissen. Was haben wir hier? Ah, 2. Okay, die paar Koopas kriegen wir hin. Oh no. Lul. Tschüss. Und dann nehme ich die Shell gleich mal mit zu der Dame. Das geht ja auch ganz gut. Oh, kann ich die Shell durch die Tür mitnehmen, ist die Frage. Wieso hat der... Wieso konnte ich die nicht in die Hand... Ach so, weil wir 3D-Welt spielen, da kann man die anscheinend nicht in die Hand nehmen. Oder wie? Die stirbt halt jetzt nicht sofort, ne? Aber ist er denn eh irrelevant? Können die irgendwas oder sind die einfach nur da?
kann ich die erledigen oder sind die... Ja, ist egal. So, jetzt fehlt nur noch das hier. Was war das? Haben wir noch nicht gesehen. Ah, große Goombas. Okay. Ja gut, das läuft dann ja auch einfach durch. So, easy. Tschüss. Nice. So, dann werden wir jetzt erfahren, ob jetzt beide sich aufbauen oder nur eins von beiden und man das auswählen muss. Nice. Okay, also es ist gut, so viel wie möglich anzufangen, weil man dann mit jedem Stück das direkt weiterbaut. Sehr gut. Gott, da kommt ja richtig viel Stuff. Riesenkugel will die Kanonade. Ja, ja. Papa von Anonym. Ah, ja. Gleich mal einen auf Katzen Mario. Okay. Ah, die macht das kaputt. Okay. Huch. Wollte ich nicht. Oh, ich kann nicht mehr klettern. Ich kann nur mit Kugel-Mario, mit Katzen-Mario hier klettern. Ah, ist ja auch interessant. Oh. Okay. Aber ich kann nur mit Katzen-Mario an den Dingen klettern. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Okay. So, aber das heißt, wir wollen so schnell wie möglich auf 600 Münzen kommen, dass wir das andere starten können. Dass das auch gebaut wird. Beziehungsweise, das ist jetzt ja fertig, der Westflügel. Ah, ja. Ah, ich kann im Moment nur das Haupt... Okay. Okay. Kann also hier noch nichts tun. Tutto completo. Ach so, Haupt... Okay. Der kann erst das weiterbauen, wenn es Hauptgebäude... Okay, verstanden. Oh. Ja, nimm. Oh. Er hat jetzt auch einen Auftrag. Der Kettengreifer greift mit Eifer. Erreiche das Ziel, ohne von Kettengreifern gegriffen zu werden. Okay. Das gucken wir uns noch an, dann hören wir auf. Und es ist SMW, sehr gut. Also greifen die jetzt nach mir? Oder kann ich mir den Pilz holen? Ah, den Pilz kann ich mir holen. Und ab da lasse ich mich einfach nicht... Ah ja. Ja, dann Neustart. Also den Pilz kann ich mir holen. Sehr schön. Uiuiuiuiuiuiuiui. Das ist ja auch mal eine interessante Geschichte. Ist dann Kettenkreifer? Dann hole ich mir die lieber nicht, oder? Ach doch, da komme ich doch ran. Der greift ja nicht sofort nach mir. Kann ich über den drüber? Ja. Ist das klug, hier so zu rutschen? Ich glaube nicht. Ich habe da eher Bedenken.
Will ich das alles aus? Ja, schon, ne? Jetzt will ich da ja vorsichtig durchklettern. Traue ich den Münzen? Ja, die kann mich jetzt mal, die Münze da. Es gibt Wichtigeres. Fallen die runter von selbst? Tun sie. Aua. Ach so. Ach so. Das ist ja frech. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil der so wegbounced immer am Boden. Oh Junge. Ah, die kommen wieder. Das ist frech. Okay, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Hör auf. Lass das. Dreht er sich jetzt rum? Nein, gut, der ist dumm. Oh, nice. Puh. Okay, das war interessant. Jetzt sollten wir 600 zusammen haben. Yes. Damit ist er fertig und wir können das Hauptgebäude anfangen. Sehr, sehr gut. Hat er noch ein... Okay, jetzt bauen wir erstmal das Hauptgebäude. Sonst nützt es mir gar nichts. Yes. Vier Level. Und das sind jetzt, ich kann jetzt nichts anderes bauen, ne? Es geht jetzt im Moment nur das. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall vier Level spielen, bis das hier weitergeht. Okay. Was ist das denn? Herr Radierer. Aber hier geht nach wie vor nichts, ne? Nee. Der Hund hat auch nochmal einen Auftrag. Und hier geht aber nach wie vor auch nichts. Okay. Okay, machen wir dann beim nächsten Mal. Ach so, ist auch bei ihm. Ja, dann ist ja okay. Machen wir dann, also nicht zwingend beim nächsten Mal. Müssen wir mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Erstmal schließe ich soweit ab. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und hier irgendwas Neues noch? Nee, ne? Ist nichts passiert. Dürfte nichts passiert sein. Tschüss!